Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personalin aus Karlsruhe, alias Mr. T, der Schnellsprecher, der auch langsam sprechen kann, und zwar zum Thema Free Athletics. Free Athletics in aller Munde, in allen Köpfen, jeder will nachahmen, jeder will mitmachen, jeder will tolle Hecht sein, jeder will Hampelmann machen, jeder will Salto rückwärts, vorwärts und so weiter machen. Das ist schön, das ist auch schön anzugucken, nur ein Tipp für alle Anfänger. Es ist ganz gut, wenn man so seine Schule erstmal so im funktionalen Krafttraining absolviert, einfach mal lernt, mit Gewichten, mit freien Gewichten umzugehen, die Stabilisatoren entsprechend ausbildet und dann sich langsam aber sicher in den Bereich der Free Athletics einarbeitet. Free Athletics ist eine Top-Sportart, wenn man sie richtig ausübt, wenn man sie kann, um auch Muskelmasse aufzubauen. Leider durch den momentanen Hype wird natürlich der ein oder andere Anfänger verführt, sowas natürlich nachzuahmen. Und diese lieben Anfänger haben aber in der Regel oftmals nicht die nötige Grundmuskulatur, nicht die nötigen Stabilisatoren, um das natürlich auch entsprechend abzusichern, um die Lasten abzusichern. Obwohl hier natürlich keine Gewichte benutzt werden, wird aber hier oft mit Schwung gearbeitet, mit Umkehrschwung gearbeitet, mit Rotationskräften gearbeitet. Und das lässt sich natürlich von dem einen oder anderen Anfänger definitiv nicht absichern. Deswegen unbedingt beachten, wie bei allem anderen auch, als Anfänger sollte man darauf achten, dass man erstmal die Technik erlernt, dass man erstmal die Grundschule besucht oder vielleicht sogar den Kindergarten des Kraftsports, und das sind erstmal die ersten Schritte im Fitnessstudio, die ersten Schritte im Krafttrainingsbereich, und da sollte man sich von einem versierten Trainer einweisen lassen, von einem versierten Trainer zeigen lassen, welche Techniken hier wichtig sind, wie man seine Stabilisatoren ausbildet, wie man dafür sorgt, damit man seine Gelenke schützt. Und dann darf man sich langsam aber sicher in den Bereich des Free Athletics einarbeiten. Viele Übungen, die im Free Athletics gezeigt werden, kommen aus dem Turnbereich. Die haben wir schon vor 50, 60 Jahren gemacht. Ist nichts anderes, wird halt momentan schön in Clips verpackt, ist auch schön zu angucken. Aber ihr wisst ja, Leute, die sowas machen, die machen das nicht erst seit gestern. Viele dieser Stars kommen aus dem Turnbereich und haben entdeckt, dass man natürlich hier in dem Bereich momentan viel Kohle machen kann. Und somit werden natürlich hier geile Videos ins Netz gesetzt. Und das sehe ich ein bisschen zwiespältig, weil eben jeder dazu verlockt wird, sowas nachzuahmen. Das kann gerne in die Hose gehen. Deswegen immer darauf achten, Technik verlasst, grundsätzlich überhaupt Technik üben, alles mit Schwung auszuführen, mit entsprechendem Anlauf, kann man machen, aber ist auf Dauer eben nicht besonders gut. Turner, die das von Jugend an lernen, die fangen schon mit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren an, den Sport zu betreiben, und entwickelt sich natürlich das Grundkorsett, die Stabilisatoren mit. Entsprechend dessen ist für die kein Problem, diese Lasten entsprechend abzusichern. Für Leute, die eben meinen, sie müssten 25, 26, 27, 28, 29, 30 mit diesem Sport anfangen und gehen es falsch an, haben in der Regel dann irgendwann früher oder später Probleme, haben ein bisschen Aua hier und da, und wenn es ganz dumm läuft, werden sie ganz schnell wieder rausgeschubst. Deswegen immer Vorsicht bei solchen Dingen, sich nicht übermotiviert ranwagen, sondern immer mit Köpfchen dran arbeiten. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, alias Mr. T. Bang!